Sapiano präsentiert Live-Piano-Coaching mit Sven Häfliger. Sapiano bietet dir eine riesige Auswahl an erstklassigen Online-Klavierkursen. Stelle nun deine Fragen rund ums Klavierspiel. So, liebe Klavierfreunde, ich bin live auf Sendung. Von dem gehe ich jedenfalls jetzt aus. Also schreibt mir kurz, ob ihr mich seht, ob ihr mich hört. Ihr solltet jetzt einen Fullscreen sehen mit meiner Wenigkeit drauf. Und genau, super. Gut. Hey, super, es sind 33 Leute da, sehe ich. Super, toll. Also, hey, es freut mich, seid ihr da. Das ist eine weitere Ausgabe aus dem Live-Piano-Coaching mit Sven Häfliger, das bin ich, bin der Gründer von Sapiano. In diesem Live-Piano-Coaching werde ich wiederum Videos von euch kommentieren. Die Videos, die ihr hochgeladen habt, die ihr mir direkt gesendet habt, die sind, glaube ich, nicht in der Community drin, sondern die haben wir direkt erhalten von euch. Und alle Videos, die ich da kommentiere, da habe ich euer Einverständnis gekriegt, dass wir diese auch wirklich öffentlich kommentieren dürfen. Also es ist nicht so, dass wenn ihr jetzt irgendwie ein Video mal hochladet auf Sapiano, dass wir das automatisch irgendwie öffentlich machen oder so, überhaupt nicht, sondern ihr geht vor das Einverständnis. Und bitte denkt daran, mein Kommentar oder mein Feedback-Niveau, das wird sich anpassen, je nach Spielniveau. Also wenn jemand noch ganz am Anfang steht, dann werde ich da nicht super ins Detail gehen, mit 100 Sachen, das musst du anders machen und das und das und das, lasse ich alles weg. Sondern da geht es nur darum, dass man zunächst mal korrekt in der Position ist, Harmonik und Melodik korrekt ist und dann ein paar Haltungssachen. Aber ich werde da nicht ins Detail gehen. Und wenn jemand schon länger Klavier spielt und mir ein Vorgeständnisvideo schickt, dann werde ich viel tiefer ins Detail gehen. Also es geht nicht darum, dass ich immer konstant was rummeckere oder so, nicht die Bohne, sondern dass ich einfach diese Feinheiten halt raushöre und auch immer nur einen nächsten Lernschritt gebe. Manchmal gebe ich auch zwei Lernschritte, wo ich sage, hey, jetzt kannst du das ganz konkret üben oder das ganz konkret und dann kannst du mir wieder ein Video schicken und dann geht es immer wieder weiter. Also die Reise geht immer weiter. Es hört irgendwie ja nie auf, weil man kann ja immer beim Klavierspiel unendlich gut und unendlich kreativ Klavier spielen. Das ist das Schöne daran. Das ist ja ein Weg, den wir da so gehen. Okay, und natürlich könnt ihr mir auch Fragen stellen im Chat. Aber ich würde die Fragen erst am Schluss beantworten, dieser Live-Session, sodass wir da möglichst den Fokus auf euren Videos da haben. Okay, also, dann würde ich sagen, starten wir da, legen wir mal los da. Videos. So, also, das erste Video. So, muss ich dann noch leise machen. Jetzt hoffe ich, ihr hört den Sound. Sag mal kurz, ob ihr den Sound hört von diesem Video. Careless Whisper von George Michael. Wer kann sich nicht an diesen super... Nein, ja. Es ist immer ein bisschen schwierig. Also ich habe gesehen, das ist ein YouTube-Video, das ist nicht ganz das, was ich halt zeigen wollte. Aber es spielt keine Rolle. Also den Sound Careless Whisper, den kennen ja alle. Im Kurs Pop-Piano habe ich den ganz detailliert erklärt. Ich würde sagen, da gehe ich direkt zum Schülervideo hoch, ich brauche das Original da ja nicht. Also ich lasse das Schülervideo jetzt laufen. Mal schauen, das wird jetzt geladen da im Hintergrund. So, ha?
Und jetzt schreibt mir kurz, ob ihr es hört, das Video. Okay. Ja hin, das Video ist von Kali. Der Kali ist schon ein, würde ich mal sagen, ein fortgeschrittener Spieler. Und jetzt, also den Sound, den erkennt man natürlich, das ist klar. Jetzt, wenn ich das so höre, dann habe ich den Eindruck, dass der Kali das so geübt hat, dass er das Notenblatt vor sich gehabt hat und dass er relativ lange an diesem Notenblatt geklebt hat. Dass er sehr viel übers Auge wahrgenommen hat. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, Popmusik ist keine geschriebene Musik. Auch wenn es 1000 Notenbücher gibt, vielleicht noch mehr als 1000, wo man die neuesten Hits da spielen kann, das wird da in Noten notiert und das hört sich nie, gar nie wirklich gut an. Es hört sich zwar korrekt an, also man kennt das Stück natürlich und die Noten sind ja auch korrekt, so wie das gespielt hat. Jetzt ist es aber so, weil es ein Popstück ist, ist von einem Sänger gesungen worden. Und der Sänger, der hat niemals, gar nie, Notenmaterial vor sich, das er dann so singt. Also wird er nicht singen. Wird er nie machen. Und aus diesem Grund zeige ich meinen Schülern schon relativ früh, wie das Ganze funktioniert, mit der Pulsation fühlen. Und das ist so ein typisches Stück, wo ich den Leuten, also den Leuten, meinen Schülern, probiere zu zeigen, hey, schaut mal, geht weg von den Noten. Also es ist wichtig natürlich, dass ihr die Melodien korrekt spielt, das ist ja eh klar. Aber ich würde bei diesem Stück jetzt, also vor allem beim Refrain, beim Chorus ist es mir aufgefallen, da würde ich jetzt nur die Anfangsnote nehmen. Das sind immer 5 Noten, das ist nicht was Wahnsinniges Schwieriges. Jetzt die Schwierigkeit liegt aber darin, dass es rhythmisch korrekt gespielt ist und dass es möglichst nah an den Sänger rankommt. Das ist das Ziel da. Und wenn ich das so mache, das kennen meine Schüler, dass die Pulsation fühlen, nenne ich das. Und da geht es darum, dass ihr zunerst den Text aufsagt. Ich habe den Text jetzt nicht präsent, einfach so, aber da geht es darum. To pretend wasted things that I've been through, so I'm never gonna dance again. Das ist wieder der Text. Ha? So I'm never gonna dance again, the way I think that you... Okay, ich habe den Text nicht mehr ganz präsent. Aber es geht darum, dass ihr eigentlich die Lyrics da habt, wenn ihr das übt, also weg vom Piano. Das hat im Moment gar nichts mit Pianospielen zu tun, weil die Töne, die trifft er ja schon. Ich muss da nicht erklären, der muss dann F spielen, der muss den Finger nehmen und so. Das ist schon vorbei, das ist schon gut. Aber jetzt geht es darum, dass wir den Text vor uns haben, die Lyrics. Wir hören die Aufnahme, die Originalaufnahme. Wir klatschen die Pulsation, so in dieser Art. Und dann kannst du den Text aufsagen. Es geht darum, dass du den Text möglichst präzise aufsagst mit der Originalaufnahme zusammen. Dann kriegst du ein Gefühl, wie die Rhythmik funktioniert. Das hat nichts mit Noten zu tun in dem Moment. Ganz wichtig, die Noten lasse ich weg. Und wenn das gut geht, wenn ich es ganz genau aufsagen kann, so, dann probiere ich die linke Hand so einfach zu spielen. Das hast du vermutlich, glaube ich, gemacht. Das ist relativ easy hier, die Begleitung, die wir da so gewählt haben. Und dann probierst du, währenddem, dass du den Text sprichst, dass du das auf der Tastatur dann umsetzt. Und dann ist deine Stimme wichtiger als das auf deiner Tastatur. Und ich habe das mal gelernt vor Jahren. Es war relativ schwierig für mich, weil niemand ist sich das ja gewöhnt, dass die Stimme in dem Moment den Rhythmus vorgibt,
Jetzt habe ich so ein bisschen die Betonung noch reingetan. Ich habe die Lyrics nicht gesungen, aber da liegen eigentlich die Betonungen in dieser Melodie. Und wenn ich diese ganz akkurat übertragen kann auf die Tastatur, boom, dann beginnt es zu klingen, ab diesem Zeitpunkt. Dann ist das Stück von korrekt, weil das Stück, wie er es gespielt hat, der Carly, das ist absolut korrekt. Dann geht es von korrekt zu wirklich cool. Und das ist nicht sichtbar auf der Tastatur. Also wenn ich jetzt euch das vorspielen würde mit dieser Art und ihr würdet ein Video anschauen, ihr hättet den Ton weg, dann würdet ihr das gar nicht sehen. Aber denkt daran, Musik machen und Musik hören ist keine virtuelle Angelegenheit, ist eine gefühlsmäßige Angelegenheit. Super wichtig. Wir sind ja extrem gefangen in dieser virtuellen Welt. Den ganzen Tag schauen wir auf irgendwelche Screens das. Ja, völlig insane. Und das hat nichts mit Gefühle erzeugen zu tun oder rhythmisch akkurat zu spielen. Das lernt man so nicht mit einem Screen. Das geht übers Gefühl und übers Gehör. Aber wichtig natürlich die Töne zunächst, dass wir die korrekt treffen. Klar, da haben wir zunächst die Noten, schauen wir so ein bisschen nach, hey, wo ist das Zeugs? Aber dann ist wichtig, gerade bei Popmusik, dass wir uns von den Noten lösen. Und das Coole ist bei diesem Stück, das ist eine wiederkehrende Akkordfolge, die ist super easy, sind nur 4 Chords. Es genügt eigentlich, wenn man das Stück gut kennt und wenn man weiß, wo die Anfangsnoten sind natürlich. Und so weiter. Wenn man einfach weiß, wo die Dinge natürlich liegen, das muss man wissen, aber sobald man das weiß auf der Tastatur, weg mit den Noten. Okay. Aber sonst, gut. Der Carly ist gut unterwegs, hat viel geübt, das merkt man. Aber das wäre jetzt der nächste Schritt, den ich von Carly empfehlen würde, dass er sich da von den Noten lösen würde und da wirklich nur auf die gefühlsmäßige Ebene gehen würde im Moment. Da gibt es doch noch 10.000 Sachen mit Betonungen und Arpeggios und so, aber das lassen wir uns alles weg. Es geht immer nur darum, dass ich nur ein Detail herauspicke. Weil da kann man was anfangen. Wenn ich jetzt 100 Sachen da kommentieren würde, das wäre die komplette Überforderung und dann denken alle, oh, das kriege ich nie hin. Das wollen wir nicht. Es geht immer nur um den nächsten Schritt. Okay, ich gehe zum nächsten Video. Da habe ich ein Stück, Late Evening. Das ist ein Original von mir. Mal schauen, da sollte ich da ein Originalvideo haben. Mal schauen. So, ich habe das Stück schon irre lange nicht mehr gehört. Das ist ein Kurs Jazzpiano, habe ich gerade festgestellt. Also, bei Jazzpiano, da lernt ihr Jazzpiano wirklich vom Beginn weg spielen. Natürlich müsst ihr Vorkenntnisse mitbringen, rein spieltechnische Vorkenntnisse. Ihr seht auf der Zapiano-Webseite jeweils den Werdegang, den ich empfehle. Und Jazzpiano beginnt zwar in Sachen Jazzpiano bei Null, aber es werden natürlich die ganzen Dinge vorausgesetzt, wie Akkordumkehrung, Tonleitern, Fingersätze und das Zeugs. Das muss doch schon drin sein. Das musst du schon verinnerlicht haben. Das ist wichtig. Und dann kann man mit Jazzpiano beginnen. Und ich habe das so gemacht bei Jazzpiano. Ich zeige euch Solo-Jazzpiano, wie auch im Trio zu spielen. Also das hier, was ihr jetzt gehört habt, da hat es einen Backing-Track dahinter. Da haben wir einen Kontrabassisten und einen Schlagzeuger. Der spielt also die Besen. Super cool. Und dann hat das Piano eine völlig andere Funktion, als wenn ich Solo-Piano spiele. Ich habe gemerkt, gerade bei den Akkorden, die sind ja sehr dezent gespielt, die sind rhythmisch ein bisschen platziert auch da und auch die Melodie ist relativ easy gespielt, aber es geht darum, dass sich das Ganze wirklich cool anhört und wirklich schön zusammenkommt. Und jetzt schauen wir mal das Video an, das wir da haben. Ich glaube, das ist ein Video von Nikita. Nikita ist unser Sieger. Ist der Hero. Nikita hat die Challenge gewonnen letzte Woche.
Gratuliere nochmals. Also. Bis hierhin. Also, tja, was soll ich sagen? Da ist sehr vieles sehr, sehr gut und sehr gut geübt. Jetzt, was dann der Kita daraus gemacht hat, aus dem Stück Late Evening, er hat das so ein bisschen im Bar-Piano-Stil gespielt. Das heißt, er hat jetzt die ganze Position so ein bisschen rausgenommen. Da darf man auch mal ein bisschen so dum, 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 kling, kling, la, 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 bling, du, 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 du. Also, da haben wir eigentlich so ein bisschen viel Verzierung drin und das ist eine Art von Klavierspiel, die ist absolut gut und legitim, also das ist absolut in Ordnung, das kann man so spielen. Was ich dem Nikita jetzt aber empfehlen würde, wäre in dem Moment, dass er weggeht von dem, weil die Gefahr besteht, wenn man viel so spielt und lange so spielt, dass man irgendwelche Fehler probiert zu kaschieren, unkorrekte Fingersätze, das geht nicht ganz, oh, da muss man noch überlegen, ah, da reicht es nicht ganz. Und Leute, die immer so spielen, die werden immer nur so klingen. Das ist ganz wichtig, dass man das auch realisiert und merkt, ah, okay, hey, die Akkordfolge, die war mir da nicht ganz geläufig. Zum Teil hatte ich den Eindruck, dass der Nikita nicht ganz genau weiß, welche Harmonie das jetzt kommt. Oder dass er zu spät gekommen ist bei den Fingersätzen. Und um dem Abhilfe zu schaffen, würde ich raten, dass du das Metronom hinzunimmst. Nikita, ich glaube, das kannst du ja schon. Okay, das geht gut. Da kannst du das Metronom auf 2 und 4 einstellen. Und dann würde ich dir raten, dass du ein bisschen weniger spielst, also weniger Arpeggios. Du hast hier so 1,58, 1,510 Arpeggios da gespielt oder 1, was war das noch? 1,589 Arpeggios habe ich glaube mal gehört, sowas in dieser Art. Das würde ich da weglassen. Rein von der Stilistik her passt das nicht ganz in diese Art. Da würde ich die linke Hand sehr sparsam spielen und dann probieren, die Melodie wirklich zum Klingen zu bringen. Und die Assoziation, die du da machen kannst mit dieser Melodie, die ist zwar so geschrieben, wie sie da steht, in Leadsheet-Form, ist relativ easy, dann probierst du die Melodie zu verinnerlichen, einfach indem du mal das Leadsheet da anschaust und dann probierst du dir einen Saxophonisten vorzustellen. Weil die Melodie lässt sehr viel Spielraum zu. Da, da, ba, bu, ba, ba, bu, du, du, ba, bu, ba, bu, bu, di, da, ba, bu, ba, bu, ba, bu, ba, 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 da, da, da. Ich weiß nicht mal, wie die Melodie geht. Aber so in dieser Art. Und probier dir einen Saxophonist vorzustellen, wie er das spielen würde. Auch mit den ganzen Betonungen. Weil in dem Moment hat das Piano, wenn du Solo-Piano spielst jetzt mit dieser Melodie oben, dann hast du eine andere Funktion als beim klassischen Stück oder bei einem neoklassischen Stück, wo alles in Noten aufgeschrieben ist, sondern das Piano sollte sich orientieren an einem Sänger oder an einem Saxophonisten. Das ist im Jazz immer so das oberste Gebot, weil diese zwei Instrumente, die Stimme und das Saxophon, die können eine Melodie so formen, wie sie formen mögen, wie es möglichst musikalisch und human klingen sollte, human, nach einer menschlichen Stimme, und das probieren wir dann auf dem Piano umzusetzen. Und ich würde da wirklich die linke Hand ganz einfach machen und den Fokus nur auf die Melodie setzen und dazu probieren, ähnlich wie ein Saxophonist, das so zum Klingen zu bringen. Ist ein bisschen offener, es ist nicht so ein, wo ich sage, das musst du genau so machen, so, und das ist auch im Jazz ein bisschen so, in dieser Art. Also das hat sehr viel mit Hören zu tun. Man probiert was aus und da gibt es wieder ein Feedback. Und da gibt es wieder ein Feedback. Aber du kannst mir gerade zu diesem Stück dann ein Video hochladen oder kannst es in der Community teilen und ich werde es gerne kommentieren. Linke Hand einfacher und die rechte Hand die Melodie wirklich zum Klingen zu bringen. Viel Variation reinbringen, gute Betonungen setzen, ganz ehrlich.
wie ein Saxophonist die Melodie spielen würde. Okay, gehen wir zum nächsten Video. Afternoon Break. Das ist auch ein Stück von mir, das ist ein Original. Das ist ein bisschen leise da, merke ich. Hört ihr das? So, also das ist ein Stück aus dem Pianostarter 3. Im Pianostarter 3, da geht es ein bisschen tiefer zur Sache als bei Pianostarter 1 und Pianostarter 2, ist logisch, also wir gehen da tiefer ins Detail. Wir haben da Violin- und Bassschlüssel notiert bei den meisten Stücken. Bei diesem Stück haben wir das so gemacht, glaube ich Ihnen was. Und dann zeige ich euch immer noch, wie ihr das auch noch variieren könnt, also wie ihr auch den Stil komplett variieren könnt bei diesem Stück, wie ihr da improvisieren könnt, wie ihr da wirklich eure eigene Variation daraus machen könnt. Und das ist das Original, so wie es in Noten geschrieben ist. Also ich spiele am Schluss des Tutorials immer das Original, sodass ihr wirklich eine Klangvorstellung habt. Okay, so könnt ihr sich das anhören. Und danach zeige ich euch in den Tutorials auch noch, wie ihr da wirklich freier mit diesem Material umgehen könnt. Das war es zum Original, aber jetzt wird es interessant. Jetzt hören wir uns ein Video an. Und das ist von der Inge. Ich bin selber gespannt. Also, da ist eigentlich auch vieles sehr gut, was sie da gespielt hat. Da gibt es jetzt nichts rumzumeckern. Also man merkt, die Inge, als sie das eingesandt hat, da war sie noch ziemlich am Anfang bei diesem Stück. Ich weiß nicht, wie sie es entwickelt hat, Inge, gell? Ich sage jetzt einfach was. Ich weiß nicht ganz, das ist ja auch immer ein Zeitdokument, so ein Video, wenn man so ein Video hochlädt. Also wenn ich Videos von mir anschaue, die fünfjährig sind, finde ich, ja, okay, das könnte man auch noch anders spielen, das geht mir ja selber auch so. Und wenn ihr jetzt ein Video seht, wo ihr sagt, ja, Moment mal, aber ich spiele jetzt ganz anders, dann bitte verzeiht mir, ich nehme das einfach als Zeitdokument hier, als ihr das angesandt habt. Und dann werde ich dementsprechend jetzt ein Feedback geben. Also, da ist einfach sehr vieles gut. Man merkt, dass die Inge bei diesem Stück jetzt noch am Anfang steht. Sie hat es nach Noten gespielt, ist eigentlich alles korrekt. Also, die Pulsation ist einfach steady, das geht so durch, mehrheitlich, es gibt ein paar kleine Dinge am Schluss, die nicht mehr ganz präzise waren, aber grundgenommen ist das Ganze sehr fließend. Die Harmonien stimmen und die Melodie stimmt auch. Das ist so der Stand, wo man sagt, okay, hey, jetzt ist gut, das kann man jetzt. Und an diesem Zeitpunkt empfehle ich vielfach meinen Schülern auch, lass es nochmals kurz ruhen, das Stück, lege es auf die Seite, kram es in 2 Wochen nochmals hervor, spiele es nochmals, so dass du ein bisschen mehr in den Fluss reinkommst. Denn jetzt habe ich den Eindruck, dass du von deiner Hirnleistung her, Moment, dass du ziemlich am oberen Niveau bist, dass du sagst, okay, ich kann es zwar spielen, aber es geht so knapp. Es geht gerade so knapp, es funktioniert. Und jetzt geht es darum, dass man da noch ein bisschen
eine Lockerheit gewinnt, und die Lockerheit, die gewinnt man halt einfach durch die Repetition. Das ist jetzt irgendwie nicht so ein ultra magischer Tipp, den ich da geben kann im Moment, aber ich würde einfach dranbleiben, nochmals repetieren, so dass sich das Ganze noch ein bisschen lockerer anhört. Denn ich merke sofort, ob jemand noch fest konzentriert ist während des Spielens oder ob er es einfach so fließen lassen kann. Das ist der Moment, wenn ich das so singe und mir das so vorstelle, dann bin ich im Flow drin, ab diesem Zeitpunkt. Und dann konzentriere ich mich nicht mehr um, oh, ist das diese Note, oh, ist der Fingersatz, oh, ist das, oh, 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 wie geht das noch genau? Sondern habe ich die Klangvorstellung drin, ich habe die Melodie dann wirklich cool drin, also ich habe das so gesungen, wie ich es etwa spielen würde, rein von meinem Empfinden her, und dann probiere ich dann an der Melodie zu arbeiten. Also, jetzt bin ich schon ein bisschen weitergegangen. Du kannst jetzt im Moment einfach das Stück nochmals durchspielen, bis es noch ein bisschen einfacher wird für dich. Dann kannst du zwei Dinge tun. Du kannst mit der linken Hand nur die Begleitung spielen. Das erste ist, achte darauf, dass die Begleitung noch ein bisschen leiser ist. Im Moment, wenn du spielst, ist die Begleitung wie auch die Melodie in etwa gleich laut. Und das hat dann zur Folge, dass man sagt, okay, das hört sich zwar gut an, aber die meisten wissen nicht ganz genau, also was könnte jetzt anders sein, ist ja alles korrekt. Aber wenn du nur schon das hinkriegst, dass die Melodie lauter ist, dass die Begleitung, dann hört sich schon mal besser an. Dann lässt du, als zweiter Schritt, lässt du die Melodie ganz weg, spielst nur die Begleitung. Du kannst diese auch nochmals ein bisschen einfacher machen, brauchst keine Arpeggios zu spielen, kannst auch nur halbe Noten spielen. Und dann summst du die Melodie. Und du summst die Melodie, ähnlich wie ich das gespielt habe im Original, oder so wie du sie empfindest, das ist auch in Ordnung, das ist auch ein gewisser Interpretationsspielraum. Du summst die Melodie, so wie ich sie vorhin etwa gesummt habe, und probierst diese Melodie dann so zu spielen. Jetzt habe ich ein paar Sechzehntel noch vorgezogen, rein so wie ich es empfinden würde. Wenn ich die Melodie jetzt nachher so für mich gehört habe, würde ich sie nicht so spielen. Und du hast es gemerkt, also es ist das eine, dass du es so singen kannst, in etwa so, du hast die Akkorde dann, und wenn das gut geht, dann tust du das Metronom rein, und das Metronom hat jetzt aber 2 und 4. Also da. Eins, zwei, drei, vier. Wenn ich das nur so schnippe und ich summe die Melodie, dann entsteht schon extrem viel Musik, auch wenn ich gar nicht am Piano bin. Aber ihr merkt, das hat eine ganz andere Qualität, als wenn ich das nur ab Noten lese und mache bam, bam, dam, 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 dam. Bam, 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 bam. Das ist eine völlig andere Welt. Und gerade im Piano Starter 3, das gehen wir ein bisschen tiefer ins Detail natürlich. Auch stilistisch sage ich euch da relativ viel, wie ihr da halt wirklich Musik machen könnt. Und das wäre der nächste Schritt. Also zuerst, was habe ich gesagt? Linke Hand leiser. Zweiter Schritt ist linke Hand Melodie singen, summen. Und wenn das gut geht, kannst du das Metronom hinzutun. Wenn es schon möglich ist, kannst du das Metronom auf 2 und 4 tun. Und dann wird das, was du dann spielst, wenn du noch ein bisschen Routine hast, wird sich 100-mal besser anhören. Dann macht so. Und es entsteht Wirkung. Da kommt man vom Klavier spielen, kommt man dann zum Wirkung entfalten. Zu wirklich gut spielen. Ja? Okay, also das war mein Feedback für dieses Stück. Ich merke, meine Feedbacks sind ein bisschen länger heute. Ich habe erst 3 Videos kommentiert. Mal schauen, was haben wir noch da? Also gehen wir zum nächsten Video.
Oh, vermindert. Sehr schön. Oh, sekundär Dominante. Oh. Oh, das ist ein Video von der Elke. Ich muss zugeben, ich kenne das Stück nicht. Ich kann jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, ob das improvisiert war oder ob sie es mal ab Noten gelernt hat. Ich habe den Eindruck, dass es halb improvisiert ist. Du hattest hier eine konkrete Idee, du hast die Melodie mehrere Mal wiederholt und auch die Akkordfolgen, die hast du dir zusammen gebastelt, ist der falsche Ausdruck. Aber du hast diese selber entwickelt, diese Akkordfolge. Ich sage das aus dem Grund, weil zum Teil habe ich Fünftakter gehört oder die Melodie war für mich nicht ganz konsistent, wo es da jetzt wirklich durchgeht. Da war plötzlich noch ein bisschen was eingeschoben. Aber das darf man ja auch machen, das ist gut. Jetzt, also was sage ich dem? Da ist eigentlich schon sehr vieles sehr gut. Also was soll ich jetzt da sagen? Also muss ich ein bisschen so spielen, ein bisschen so, das macht keinen Sinn. Aber jetzt, wenn ich das so höre, dann würde ich die Akkordfolge gerne nochmals auf Papier sehen oder wissen, ob du weißt, wie die Akkordfolge wirklich funktioniert. Ich hatte den Eindruck, dass du es zum Teil nicht genau wusstest, dass du noch ein bisschen überlegen musstest oder dass du die Akkordfolge auch noch leicht verändert hast dann. Habe ich den Eindruck gehabt. Also ich würde zunerst nur die Basis nochmals, die Harmonien genau anschauen, diese dann auch wirklich einhalten. Denn das Problem ist ein bisschen, Problem in Anführungszeichen, wenn die harmonische Struktur variiert, wenn diese sich verändert in der Länge der Takte oder in der Akkordabfolge, dann verliert das Stück, wenn du etwas improvisierst darüber, verliert das an Kontur. Dann verwischt es ein bisschen und der ganze Ausdruck, der fehlt dann. Denn dann, wenn du auch freie Melodien darüber spielst und du hast in deinem Gehör die Akkordfolge schon drin, dann kannst du auch deine Melodien ganz anders gestalten, denn dein inneres Ohr weiß ganz genau, ah, jetzt kommt dieser Akkord und den Akkord, den hast du schon im Gehör. Dann haben deine Melodien, die du spielst, auch viel mehr Kraft und Wirkung, wenn du das spielst. Aber das ist ein bisschen offen jetzt natürlich das Feedback, aber das Erste wäre hier wirklich nochmals, ich würde nochmals checken, hey, was ist die Akkordfolge genau? Hast du diese wirklich eingehalten? Und, das wäre so der erste Schritt, dann der zweite Schritt, du kannst es probieren, dass du die Akkorde spielst in der linken Hand und dann gleichzeitig die Bassnote singst. Wenn das gut geht, kannst du die Akkorde spielen, die Bassnote singen und einfache Melodien dazu spielen. Das wird dein Gehör nochmals stärken und die Art, wie du dann beginnst, darüber zu spielen, die Melodien, die du dann spielst, die werden dann automatisch anders sein. Ich habe gemerkt, dass die Melodien immer sehr stark begonnen haben, aber nach einer Weile wurde es so ein bisschen, oh, wo geht es denn noch hin? Ah, da geht's hin. Ah, okay, ja, gerettet, ist gut. Also es hat sich korrekt angehört. Aber ich hatte den Eindruck gehabt, du wusstest zu Beginn, da, 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 da. Also so ist gespielt in dieser Art. Und dann kam es zum Teil mir ein bisschen vor, du hast begonnen und dann warst du ein bisschen unsicher, nur leicht unsicher, wo geht es jetzt hin?
Und das ist für mich das Merkmal, dass du nicht ganz hundertprozentig genau weißt, wie die Akkorde funktionieren, oder du hörst es zu wenig, wie die Akkorde klingen. Aber es ist eine Annahme jetzt, gell? Elke, du machst es doch super. Ja? Also, aber ich freue mich, wenn du da in der Community vielleicht noch ein Video hochladen würdest von dieser Akkordfolge und diesen Tipp probierst jetzt umzusetzen, was ich dir jetzt gesagt habe. Gell? Also gerade bei improvisiertem Material ist natürlich das Feedback auch ein bisschen offener, das ist klar. Aber ihr seht, das sind alles ziemlich fortgeschrittene Videos, die ich heute kommentiere hier. Da brauche ich ja nicht mehr zu sagen, ihr spielt die falschen Töne. Also, da haben wir eine Improvisation. Ah nein, das ist ein River Flows in You. So, ich weiß gar nicht, wer das Video eingesandt hat, aber das hört sich eigentlich sehr akkurat an. Da gibt es gar nicht viel zu meckern. Die Person, ich denke, es ist vermutlich ein Mann. An den Händen ist es ein Mann, sage ich mal. Du hast alle Verzierungen da reingetan, die im Notenblatt drinstehen, auch in der Originalaufnahme drauf sind. Das ist sehr gut. Ich höre da leichte, aber wirklich nur leichte rhythmische Schwankungen. Die Sechzehntel, die sind zum Teil. Die sind nicht hundertprozentig akkurat. Das ist das Einzige. Aber das ist, wenn ich das jetzt so sage, dann spreche ich von den letzten 5% bis zur Perfektion hier. Weil da ist vieles einfach sehr, sehr gut. Aber ich würde dir jetzt empfehlen, dass du das Tempo vielleicht noch ein klein wenig langsamer machst, dann das Metronom hinzutust und dann probierst wirklich diese Läufe wirklich hundertprozentig genau mit dem Metronom zu spielen. Wenn das gut geht, lässt das Metronom nochmals weg, kannst das Tempo dann auch nochmals ein bisschen steigern, das ist mal das Erste. Und das Zweite, ein nicht sehr attraktiver Tipp, aber enorm wirksam. Wir haben das Stück, das ist in A-Dur oder Fis-Moll geschrieben. Du nimmst einfach alle Chord Scales. Piano Starter 3 erklärt das mit den Chord Scales, ionisch, dorisch, phrygisch und so weiter. Du nimmst diese ganzen Tonleitern, spielst die mit der rechten Hand über zwei Oktaven mit dem Metronom auf Sechzehntel. Einfach rauf und runter. Denn es ist reine Fingerfertigkeit, die da noch ein klein wenig fehlt, um da die letzte Perfektion da zu erreichen. Ja? Aber super, hey, ich bin beeindruckt da. Meine Assistentin hat mir da alles Professional-Videos da reingetan heute für die Session, merke ich. Also. Ja, das war's ja schon. Das ist noch was von mir, das ist noch was Altes hier. Das spielt keine Rolle. So, also. Hey, Freunde, habt ihr Fragen? Dann könnt ihr jetzt fragen. Das war's für heute, hä? Ich weiß gar nicht, wie ich den Fullscreen da noch was herstellen kann. Kann ich das machen?
Christian G. Cool. Christian, wie heißt du noch mit Nachnamen? Also wenn du sagen möchtest, ich habe jetzt kein Bild von mir irgendwie. Sorry. Kannst du mir noch schreiben? Christian Goldberg, okay, super. Bist du in der Community? Wenn ja, dann sag doch mal Hallo. Ich habe jetzt tatsächlich kein Bild von dir, sorry. Aber ich habe das Video von dir, das gefällt mir sehr gut. Also, Freunde, habt ihr noch Fragen? Ich weiß gar nicht, wie ich da das Ding da machen kann. So. Lass uns halt weg. Ich wollte noch einen Fullscreen da machen. Also, geht leider nicht. Cool wie immer. Okay, ich glaube, das habt ihr gern, gell? Ich bin begeistert und super motiviert. Toll, Verena. Cool. Toll wie immer. Genau, Ute, da will ich hin. Lach, die Britta. Also, darum geht es ja, dass ihr wirklich Gebrauch macht von diesem Angebot, dass ihr uns Videos sendet. Derzeit kommentiere ich diese Videos ganz persönlich, so in dieser Art, dass ihr kriegt ein persönliches Feedback von mir zurück für alle Videos, die ihr einsendet. Sorry, falls jemand noch wartet. Ich bin ein bisschen im Verzug. Ich habe heute noch keine Videos gemacht. Die kommen dann morgen. Morgen werde ich alles beantworten. Und immer, wenn ihr Videos hochladet, dann habt ihr die Möglichkeit, um da auch selber zu sagen, hey, mir ist es egal, wenn das Video auch mal geteilt wird und öffentlich kommentiert wird oder auch nicht. Wenn ihr das nicht anklickt, dann ist dieses Feedback dann wirklich nur für euch und das ist nur so eine Geschichte zwischen dir und mir in dem Moment. Und wenn er sagt, hey, das kann auch mal kommentiert werden öffentlich, dann kann es sein, dass eines eurer Videos da auch mal landet beim Live-Piano-Coaching. Danke für solche Motivationspunkte. Bin gespannt, wie es bei mir weitergeht. Bin seit 7.2. dabei. Ja, da hast du noch eine Journey vor dir. Marcel, super. Schön, bist du da. Ich auch in ein paar Jahren. Okay, ein guter Freund ist seit heute auch dabei. Super, danke Marcel, das freut mich. Also, hey, und nutzt unbedingt das Angebot der Zapiano Community. Ich merke, da ist jetzt ein bisschen was in Gang gekommen. Das ist super toll. Ich bin jeden Tag da drin. Ich beantworte da auch immer alles. Ich kommentiere auch alles da drin. Und das soll wirklich so ein Ort sein, wo wir uns treffen, die Gleichgesinnten. Wir haben da sehr einen positiven Austausch untereinander. Also niemand ist da dabei und sagt, Mensch, das hört sich scheiße an, muss da mehr üben. Das sieht man ja sonst irgendwo bei anderen Foren. Das ist bei uns nicht. Also wir sind immer, ich und mein Team, wir sind immer wohlwollend für euch dabei, dass wir auch immer Motivation geben und auch sagen können, hey, jetzt würde ich da ein bisschen üben, jetzt würde ich das beachten und jetzt das. Und dann merke ich auch immer wieder, wie die Leute halt über die Wochen, Monate, auch Jahre halt ihre gute Fortschritte machen. Zapiano Community auf Facebook. Nein. Also ich habe auf Facebook habe ich eine Gruppe. Das ist die Klavierlernen für Erwachsene. Da bin ich nicht sonderlich aktiv. Also wenn jemand da was hochladet und ein Feedback möchte, dann kommentiere ich das da gern. Aber die Zapiano Community, die ist nur in eurem Account drin, wenn ihr ein Abo habt. Sonst nicht. Und da habt ihr nur Zugriff, wenn ihr ein Abo habt. Ich habe nur nach 4 Wochen schon so viel gelernt. Vielen Dank dafür. Macht so viel Spaß. Danke, Sandra. Das freut mich. Cool. Gut. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt doch eine E-Mail an info@zapiano.com. Alle musikalischen Sachen, die beantworte ich oder sonst die Sonja, meine Assistentin. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.